Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi Mom and Me. Ich habe heute eine traditionelle portugiesische Suppe vor, will die heute vorbereiten. Und zwar ist sie ganz einfach. Wir brauchen Kartoffeln und dann eine Zwiebel. Und klassischerweise nutzt man Kohl, aber die Kinder haben jetzt ordentlich Waldkräuter gesammelt, Wiesen- und Waldkräuter, also Wildkräuter, Vogelmiere, Brennnessel und Labkraut. Und deshalb wandle ich die heute ein bisschen ab, weil wir haben kein Kohl hier in der Nähe, sondern nur Wildkräuter. Also, lasst uns loslegen. So, hier habe ich jetzt schon ganz schön viele Kartoffeln geschnitten, weil wir sind ziemlich viele heute. Ich habe die einfach gewaschen. Hier unten drunter sind noch irgendwo, habe ich zwei Zwiebeln reingepackt. Es kommt immer darauf an, wie viele Leute ihr seid. Das müsst ihr einfach zu Hause ein bisschen selbst abschätzen. Das brate ich jetzt gleich in Olivenöl an. Und hier ungefähr ein bisschen weniger als die Kräuter, als die Kartoffeln, haben wir hier, wie gesagt, Vogelmiere, Labkraut und Brennnessel. Also ich setze jetzt erstmal auf und dann erzähle ich euch weiter, wie es weitergeht. So, jetzt erstmal einen guten Schwung, schönes portugiesisches Olivenöl. So, dann nochmal ordentlich Kreuzkümmel, die habe ich aus Deutschland bekommen, weil ich habe hier noch kein Kreuzkümmel gefunden, auf jeden Fall nicht ganz körnig. So, dann rühre ich das jetzt um. So, dann das Ganze rühren. Und dann ein bisschen anbrutzeln. Und gleich noch ein bisschen Wasser reinkippen. Erstmal ein bisschen anbrutzeln lassen. So, jetzt fülle ich das Ganze hier mit Wasser auf. Schön großzügig. So, dass die Kartoffeln gut bedeckt sind und dann lasse ich die Kartoffeln erstmal kochen, bis sie gut sind. So, dann noch ein bisschen Salz. Je nachdem, wie es ihr möchtet, weniger ist mehr. Ne? Weniger Salz ist mehr und ungefähr zwei, drei Prisen. Und dann köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind. So, ich nehme jetzt hier die Wildkräuter und wasche die jetzt so ein bisschen. Au, piept! Brennnessel pieken, reinigt das Blut. Also wenn euch ein bisschen die Brennnessel pieken, macht das nichts. Wenn nicht, zieht ihr halt einfach Handschuhe an. So. Wir haben hier so einen Wasserschlauch irgendwie von oben runter verlegt. Das ist sozusagen unser Abwaschbecken. So. Dann ist immer ordentlich bestimmt. So. Ich lege die eigentlich immer gerne in Salz. Lauke ein, also mach noch ein bisschen Salz dazu, das spare ich mir heute, sondern wasch sie einfach nur und schau noch ein bisschen, aber das sieht ziemlich gut aus. So, dann waschen, einmal hier rein, ein bisschen abtropfen und dann schneiden. Also, wieder am Tisch. So, jetzt schneiden wir die Wildkräuter, also wie gesagt bei Brennnesseln auch, reinigt das Blut, pack mir noch ein bisschen Vogelmeere drüber und dann herzhaft zugreifen am besten. Und so klein wie möglich schneiden, damit es so richtig schön fluffig wird und gut aussieht nachher. So, das mache ich jetzt mit dem ganzen Rest noch und stelle es dann erstmal beiseite. Und es kommt dann zum Schluss in die Suppe. Also ganz zum Schluss, nicht mehr kochen. So. So, die Kartoffeln sind jetzt gut und ideal wäre es natürlich, wenn man das jetzt hier pürieren könnte. Das ist jetzt hier aber bei uns nicht möglich, deshalb quetsche ich die nur ein bisschen. Und jetzt kommen halt die Kräuter hinzu. Einmal ganz kurz, oh Gott, ich habe vergessen auszumachen. Also bitte erst ausmachen, dass es nicht mehr kocht. Und dann die Kräuter hinzufügen. Einmal Einmal rühren. Und dann macht ihr noch ein bisschen, wenn ihr eventuell nachsalzen, ein bisschen Zitrone und mit Piperlipfeffer abschmecken. So, guten Appetit! So ihr Lieben, ich lasse es mir jetzt schmecken und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Vogelmiere oder andere Kräuter, ich packe euch mal hier unten einen Blogartikel über Vogelmiere rein, dass ihr mal nachlesen könnt. Und wenn euch das Video gefallen hat oder die Suppe geschmeckt hat, dann einmal den Daumen hoch und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss!